So, weiter geht es mit Kampf Nummer 2 hier in dieser Fight Night. Lauf hier mit den traditionellen Armbinden aus dem Muay Thai, wenn auch K1 gekämpft wird. Dreimal 2 Minuten. Und für diesen Kampf heißt es ringfrei. Zuerst. Gleich zu bemerken, dass Thoman ein Rechtsausleger ist. Eine spannende strategische Situation mit sich einbringt, wovon sich aber Laub hier nicht beeindrucken lässt und schön mit einem Mittelkick eröffnet. Ja. Thoman hier mit sehr schönen Kombinationen. Zu beachten ist die Fußposition von Thoman, der stets im klassischen Sinne versuchen wird, auf der Außenseite des Fußes seines Gegners zu bleiben. Was mir viele gute Positionierungen ermöglicht, mit denen er hier durch seine Kombination gut durchkommt. Kurzer Ausrutscher. Laub hier immer wieder mit diesen schönen Kicks aufs äußere Bein, auf die äußere Körperseite. Und jetzt mit den Knien hoch in die Mitte. Sehr, sehr schön. Ob er da die Leber erwischt hat. Und immer wieder mit diesen Kicks und der Naharbeit in der Clinch-Distanz. Und ein Knockdown mit einem Lebertreffer. Sie jetzt schon mehrfach abgezeichnet hat in den Aktionen. Immer wieder mit Kicks und Knien in diese Richtung gearbeitet. Und ein kleiner Treffer dieser Art reicht, um einen Kämpfer vollständig kampfunfähig zu machen, auf die Bretter zu schicken oder sogar einen Kampf zu beenden. Thoman scheint sich dafür recht gut gefangen zu haben, so zumindest der Anschein. Laub wird jetzt versuchen, an dieser Richtung dran zu bleiben, immer wieder mit den Knien zu arbeiten. Sehr schöne Arbeit hier mit den Kicks. Thoman kommt hier mit ein paar Schlägen durch. Laub immer wieder mit diesen Knien auf die Mitte. Thoman ordentlich Luft geraubt haben müssen. Ein sehr schöner linker Haken von Laub hier. Schöner Mittelkick. Thoman muss hier drücken. Thoman muss hier versuchen, diese Runde mindestens knapp werden zu lassen, wenn das auch nach dem Knockdown eine sehr schwierige Nummer wird. Und nach dem Knockdown, war das ein Low Blow? Wir wissen es nicht. Ende der ersten Runde. Wurde nicht angezählt, demnach. Wird es wohl zum legitimen Kampfgeschehen gehören. Thoman hier mit einem Ausrutscher. Laub mit einem sehr schönen Highkick, wenn auch die Deckung danach nachlässt. Aber hier mit diesem wunderschönen Knie zur Leber. Laub aber da immer sehr schön in die Richtung, gerade aus dem Clinch heraus, mit einem rechten Knie da auf die rechte Seite von Thoman zu kommen. An die kurzen Rippen, an dieses sehr empfindliche Körperfeld an der Front. Und hat damit ja offensichtlich Erfolge eingefahren. Die erste Runde geht auf jeden Fall an ihn. Wegen diesen Second Zone-Betreuer bitte aus dem Ring. Und ringfrei zur zweiten Runde. Wenn Thoman diesen Kampf nach Punkten gewinnen möchte, muss er die nächsten 2 Runden holen. Ansonsten bleibt ihm nur der radikale Weg über einen Knockout. Laub hier wieder mit diesen Kicks, die besser vorbereitet wären. Und wieder dieses schöne Knie, das immer wieder sein Ziel findet. Eine schöne Ausweichmanöver und immer wieder diese Kombination setzt hier Thoman konstant unter Druck. Der nun etwas von den Seilen wegzukommen scheint. Beide Kämpfer schon sichtlich erschöpft nach dieser ersten Runde. Wieder dieser schöne Kick auf die Außenseite von Thomas. Rechtem Bein. Das scheint wohl eher ein Ausrutscher gewesen zu sein.
Oder nicht? Da muss wohl ein Knie wieder mit in dem Austausch gewesen sein. Wieder diesen ledierten Körper erwischt haben. Laub hier immer wieder wie in diesem linken Haken und den Kicks. Wieder das Kampfgeschehen dominieren. Und diese Knie im Clinch-Abtausch immer und immer wieder. Die einbringt und ein Headkick. Der Laub nun auf die Bretter schickt. Das finale Mal. Eine vernünftige Entscheidung der Ecke. Sehr gute Entscheidung aus der Ecke. Eine Wahnsinns-Performance von Laub hier. Sehr, 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 sehr schön gearbeitet. Technisch, strategisch. Und sich somit den Sieg gesichert hat. Thoman im Vorwärtskommen hier. Laub mit den Kicks, die hier der Schlüssel zu seinem Erfolg heute Abend waren. Das offizielle Urteil. Sieger durch Kicke und der zweiten Thoman Runde. Hier final die auf die blaue Ecke. Maximilian Laub. Sehr, sehr schöne Performance. Wirklich beachte ich die Hartnäckigkeit, mit der